Und Golgo und Tag wünsche ich euch und nein, ich bin nicht ungespielt und das ist auch nicht das Megaprojekt. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir sind immer noch in der Höhle gefangen und ja. Letztes Mal war es sehr schön, ja, ich weiß es noch. Wir sind schön gestorben, irgendwie dreimal oder so. Hab mich auch überhaupt nicht aufgeregt, nein, ganz und gar nicht. Ich war total zufrieden damit, ja. Und jetzt sind wir immer noch in der Höhle drin und wollen verdammt nochmal... Was? Die liegen da immer noch, die Cobbles? Wie, warum das denn? Mal gucken, was der Inventar so macht. Ja, das ist ja alles gut. Fertig. Ja, mal gucken. Ich nehme gerade so ein bisschen im Voraus auf, merkt ihr vielleicht auch. Am Datum, wenn ich das nächste Mal die Playlist wechseln muss, dann werdet ihr ja sehen, welches Datum ich habe. Und was bei euch gerade für ein Datum ist, ist auf jeden Fall sehr verschieden, würde ich mal sagen. Denn ich nehme jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, die 15. Folge im Voraus auf. Also dritte Aufnahme in einer Woche, das ist schon irgendwie krass. Naja. Mal sehen, was uns heute so erwartet, ob wir nochmal sterben werden, ob wir vielleicht diesmal nicht sterben werden. Ich hoffe es. Ich hoffe es zutiefst, weil, ganz ehrlich, es regt mich nur noch auf. Ich kann es nicht mehr haben. Wir haben so viele Level gesammelt und das so oft, das kann eigentlich auch gar nicht mehr sein, dass es irgendwann jetzt mal... Ist irgendwann auch mal gut, finde ich, dass man auch die ganze Zeit stirbt, das muss nicht sein. Ja? Wisst ihr Bescheid. So. Und ich hoffe, dass es noch aktuell genug ist, dass ich jetzt noch vielleicht ein bisschen Chance habe, dass es noch aktuell ist. Das Julians Block Battle King Finale ist jetzt ja auch bald. Also für euch ist es wahrscheinlich schon ein paar Tagen oder ist es schon vorbei. Oder ist es genau den Tag, das wäre natürlich Zufall, aber ich glaube nicht. Und ja, Fortune gegen den Schwamm. Mal gucken, wie es wird. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ist das ja für 2 Wochen. Ist ja eine Runde immer, weil die noch Zeit brauchen. Und Julian gibt ihnen ja 2 Wochen Zeit, damit die Runde auch gut wird. Moment, erstmal Mikrofon wieder ein bisschen richten. So. Damit die Runde auch wirklich gut wird und die Zeit haben, wirklich schöne Punchlines rauszusuchen, einen guten Text zu schreiben und sonstiges zu machen, was den Track anhörbar macht, finde ich. Ja, und das Voting bleibt ja für 2 Wochen deaktiviert, bis halt die nächste Runde rauskommt, die Rückrunde jeweils. Für mich ist heute Samstag. Was? Samstag? Für mich ist heute Sonntag, das rede ich für ein Bullshit. Und heute kommt für mich um 18 Uhr die nächste Runde raus. Also die Hinrunde von beiden, von Fortune und SpongeBoss. Ich glaube, es war heute oder war es erst in einer Woche? Ich glaube, das war heute, weil sonst würde Julian jetzt nicht sagen, ja, das Voting bleibt dann ab jetzt für 2 Wochen deaktiviert. Das würde er nicht sagen sonst. Also ganz ehrlich, nee. Kommt dann doch wahrscheinlich heute Abend für mich um 18 Uhr. Für mich, ich habe gerade erst 12 Uhr, deswegen ist es eigentlich vollkommen egal, dass ich jetzt da schon rüber rede. Aber ich bin mal gespannt, wer dabei gewinnen wird. Man muss ja dann auch mal dazu sagen, dass es ja in letzter Zeit hohe Wellen geschlagen hat, dieses Thema SpongeBoss, Fortune. Naja, Fortune eigentlich nicht, aber SpongeBoss. Ist SpongeBoss San Diego jetzt oder ist er es jetzt nicht? Na, wir wissen auf jeden Fall halt, dass in letzter Zeit ein Video sehr hohe Wellen geschlagen hat. Und zwar das Video von Schizophrenic Blog. Wer ist jetzt SpongeBoss, also dieses Mysterium-Video, wo er auch ein paar Interviews geführt hat mit ein paar YouTubern. Unter anderem auch Ahmed und Gio, die ja beide gesagt haben, ja, das ist auf jeden Fall San Diego, habe ich ja auch schon mal erzählt. Und ja, die meinen auf jeden Fall, da war ich auch schon, ne? Dass sie einfach eindeutig wissen, dass es San Diego ist. Ja, das ist natürlich die Frage, wer jetzt recht hat. Weiß man nicht, kann man auch nicht so leicht klären. Fakt ist auf jeden Fall, dass alle denken, dass SpongeBoss San Diego ist. Ja. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass SpongeBoss seine Stimme nicht gefaked hat. Also die ist nicht gepitcht oder sonst irgendwie. Man denkt ja immer, ach, die ist so hoch, die kann gar nicht echt sein. Aber das stimmt nicht so ganz. Also die Stimme ist nicht gepitcht, ganz sicher nicht. Denn SpongeBoss hat ja noch ein kleines Video hochgeladen. Ist da noch was? Nee. So ein kleines Video hochgeladen, so nebenbei zu seiner Runde gegen Green. Das war so ein Making-of-Video, so ein bisschen so ein Ausschnitt daraus. Eigentlich war es eher ein Ankündigungsvideo dafür. Und da hat er gesagt, ja, hehe, du Schwanzlutscher. Und sonstigen Scheiß, den er sonst ja auch immer sagt. Alter, wo gehe ich eigentlich lang hier? Das geht ja gar nicht. War ich hier unten schon? Dumme Frage, natürlich war ich hier unten schon. Boah, diese Höhle, Alter, diese Höhle. Und dort hat er dann einfach gesagt, ja, von wegen Green, ich zerstöre dich und so. Und da hat man auch gemerkt, dass es... Das war genau original die gleiche Stimme, die SpongeBoss in seinen Raps auch immer hat. Also nix gepitcht, die war genauso.
Und man hat auch gemerkt, wie das Kostüm diese Stimme so ein bisschen gedämpft hat, weil er war in seinem Kostüm drin, das war klar. Und da könnte es natürlich sein, dass er einfach das aufgenommen hat, während er in seinem Kostüm gesteckt hat und dass dabei der Typ, der da eigentlich drin im Kostüm rumhampelt, dass es eigentlich ein ganz anderer ist, in dem Video zumindest. Und ja, aber ich denke mal nicht, dass es so ist. Wäre auch irgendwie Schwachsinn, oder? Ich meine, der hat dann, sonst hätte er sich trotzdem beweisen können, dass es seine eigene Stimme ist, dass nichts gefaked ist. Sollte San Diego das wirklich sein, hat er es gut gemacht. Und zu dem Fakt von eben kann man ja nochmal sagen, natürlich, dass wir niemals rausfinden werden, wirklich wer SpongeBob ist, wenn er sich nicht zu erkennen gibt. Wo gehe ich denn hier lang, meine Fresse? Ich will noch ganz normal... Ach komm, halt die Fresse. Wow. Alter, wie viele sind das denn? Ja, kommt ruhig her. Boah. Das ist ja unnormal einfach. Okay. Nein, Fakt ist auf jeden Fall, wir werden niemals wirklich rausfinden, wer SpongeBob ist. Denn in seinen Musikvideos weiß man ja nicht, ob er wirklich in dem Kostüm drin ist. Ob er da wirklich ist, der da rumhampelt. Oder ob es ein ganz anderer Typ ist. Wir wollen eigentlich nicht wissen, wer in dem Kostüm drin ist. Wir wollen wissen, wer hinter dem Mikrofon sitzt und rappt. Das wollen wir wissen. Es ist scheißegal, wer in dem Kostüm ist. Es kann einfach totaler Laie sein, der irgendwie von der Straße aufgegriffen wurde. Hey, willst du mal ein SpongeBob-Video mitmachen? Ja, klar, mach ich. Hier hast du 500 Euro Gage. Das kann auch so ein Typ sein. Das ist eigentlich vollkommen egal. Kann das einer seiner Rap-Kollegen sein. Das ist eigentlich völlig Wumpe. Wir wollen nur wissen, wer wirklich hinter dem hinter der Stimme steckt. Wer ist SpongeBob? Also wer ist die Person, die rappt? Das ist eigentlich unsere eternal Frage, die wir ja klären wollen. Werden wir aber wahrscheinlich niemals schaffen. Das ist ganz klar. Wenn er sich nicht selbst zu entdecken gibt. Selbst wenn wir SpongeBob auf der Straße treffen, im Bus treffen, wir wissen nicht, dass es SpongeBob ist. Das gleiche ist ja so mit anonymen YouTubern, die sich nicht zu erkennen geben, so wie mir. Wenn ich auf der Straße rumlaufe, würde mich sowieso kein Mensch erkennen. Selbst wenn ich mich im Video hier irgendwie zeigen würde mit Facecam oder sonstigem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so jemand bin wie Concrafter, der hat sich ja auch erst dieses Jahr gezeigt. Und davor war ja letztes Jahr zum Beispiel, hat er erzählt, war er auf der... War es auf der Gamescom? Nee, auf dem Videoday war er ganz unerkannt rumlaufen, weil kein Mensch ihn kannte, also von Aussehen her. Wo laufe ich lang, Alter? Ich will einfach nur ganz normal in der Höhle rumlaufen und ein paar Sachen klären hier. Boah, immer die gleiche Stelle hier, ne? Puh, ich finde den Weg nicht. Wo ist denn der richtige Weg hier? Ich will einfach noch irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Was? Ich finde den Weg nicht. Da war doch irgendwie eben gerade so ein Weg, den ich gefunden hatte. Also hier oben ist jedenfalls nix. Ich gehe jetzt mal hier hoch, vielleicht finde ich da was. Bin ich auf jeden Fall glücklich. War ich auch schon dreimal hier, was gibt's ja nicht. Also während ich hier so herumirre, kann ich ja nochmal weiter erzählen. Das sieht gut aus, ja, gut. Der Concrafter, aha, cool, ich bin wieder hier. Das hat ja viel gebracht. Und nochmal ein bisschen ausleuchten. Ja, passt. Wenn man sich halt nicht zu erkennen gibt, kann man halt irgendwie einfach überall auf jedem verkackten Event einfach rumlaufen. Oh, ich muss gerade mein Mikrofon richten, voll scheiße. Verpiss dich. So, geht doch. Boah, diese Skelette, die regen mich aber nur auf. Weg. Weg. Brauche ich beides nicht. Ein Gang, den ich noch nicht hatte, würde ich mal gerne gehen. Gibt es hier noch irgendwo einen? Da oben. Aha. Da war ich aber auch schon, oder? Ach du Scheiße, ich war hier überall schon. Aber wir müssen auf jeden Fall ein paar Rohstoffe sammeln. Merkt schon, wir haben gar nichts mehr. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein bisschen was, wenigstens. Ich glaube, ich gehe mal zum Unfallort zurück, weil da waren wir noch überall gar nicht. Hier zum Beispiel ist noch alles dunkel. Guter Ort, um mal zu suchen. Da oben ist auch noch nichts. Wow, wow. Ich weiche immer so ein bisschen zurück, wenn ich hier so ein paar Monster treffe, weil ich weiß, ja, die Monster, die können mich sofort angreifen, wenn ich sie nicht sehe. Oh. Also Creeper und Spinne gleichzeitig ist immer so ein bisschen schlecht. Alter. Weil der Creeper kann da nicht raus. Das ist voll cool. Da ist noch einer. Aha.
Wollte mich da jemand heimlich angreifen? Boah. Habe ich doch gewusst, aber ich bin noch rechtzeitig weggelaufen hier. Boah, verdammte Bastarde, echt. Da war das der? Ne. Wie sind der rausgekommen aus dem Spinnennetz? Was? Echt? Wenn das der war, dann ne. Weiß ich mir auch nicht mehr zu helfen. Wo ist diese verdammte Spinne? Ey, nee, Creeper, du machst hier nix. Moment, ich gehe mal zum Battlefield hier so. Hier können wir kämpfen. Ja, machen wir so. So. Ja, okay, hat seinen Kumpel geholt, das ist schon mal nicht so geil. Aber er selbst ist gleich tot. Gut, er hat schon mal Schaden genommen, das ist gut. Gut. Das ist mir egal, dass er jetzt explodiert ist. Das kann er gerne machen. Wenn das sein Hobby ist, dann will ich ihm diese Freiheit auch nicht nehmen. Aber ich möchte gerne hier so ein bisschen klar Schiff machen. Ja, genau. Ihr wisst auch warum. Kommst du hoch? Brave Spinne. Ja, nochmal. Nochmal. Ja, gut, gut so. Mach. So macht man das. So macht man das. Wunderbar, wunderbar. Die XP würde ich schon trotzdem gerne haben. Dann hole ich mir die mal eben. Level 10. Also es geht echt schnell mit dem Leveln, finde ich. Aber wir dürfen nicht sterben. Ganz wichtig. Regel Nummer 21. Sterbe niemals. Ganz wichtig. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Concrafter auf dem Video Day. Er konnte ja einfach 2012 da noch so unerkannt rumlaufen, hat er auch erzählt. Ja, war ganz chillig eigentlich. Und ja, er musste einfach auch gar nicht befürchten, irgendwie erkannt zu werden. Okay, von seiner Stimme her schon, aber es ist sowieso so laut einfach da. Da sind so viele Leute, das ist unmöglich eigentlich. Na gut, manche werden ihn wahrscheinlich schon erkannt haben, aber auch nicht zu viele. Naja, bis er sich dann halt gezeigt hat. War jetzt auch nicht so... Er dachte ja zuerst, es wäre sein größter Fehler gewesen, aber hat er dann am Ende doch nicht gemacht. Er hat am Ende dann gesagt, ja, ich zeige mich dann doch wieder lieber. Zuerst hat er sich ja nochmal... Zuerst gezeigt, hat ein Video gemacht, ja, keine Facecam mehr, weil ich einfach mit diesem Druck nicht klarkomme. Da merkt man auch, wie bodenständig er einfach ist. Weil er meint, ja, es ist mir nicht so, ich fühle mich nicht so wohl bei dem Gedanken, irgendwie so prominent zu sein, meint er. Finde ich ja ziemlich bodenständig. Naja, also ich persönlich fände es cool, Autogramme zu geben und Leuten die Hand zu schütteln, die mich eigentlich nur aus dem Video kennen und, ja, mich feiern. Das ist, ich fände das geil, ganz ehrlich. Ja, gut, er findet es auch cool, aber es sind einfach so viele Leute. Das ist einfach unglaublich. Ja, und dieses Jahr war es halt einfach so, dass er, tja, rumgelaufen ist und Tausende hinter ihm hergerannt sind, glaube ich. Und er sogar eine eigene VIP-Lounge hatte, wo die ganzen YouTuber drin waren. Wo sie kostenlos Getränk und so bekommen haben vom Video Day. Einfach so gesponsert. Richtig cool. Und ja, den Livestream vom Video Day habe ich ja auch gesehen. Das war eigentlich ein ganz cooles Event. Aber man muss auch sagen, es war ein bisschen viel Musik vielleicht. Ein bisschen viel drumherum um die Preisverleihung selber. Denn die Preise wurden, ich weiß nicht, alle so 10 bis 15 Minuten wurden die nur verliehen. Das war ein bisschen wenig. Da war ein bisschen viel Zwischenprogramm, fand ich. Also ein bisschen viel Backstage. Eigentlich eher Onstage, aber trotzdem. Fand ich ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Und viele andere auch. Aber insgesamt war das Video der Event doch relativ nice. Waren ein paar Leute halt da. Dieser eine 9-jährige Tänzer auf YouTube, der irgendwie richtig bekannt ist, den kein Mensch kennt, also ich nicht. Tyler Ward war da, den ich ja auch gar nicht kannte. Ich dachte immer, ach, das ist bestimmt wieder irgendwie so einer wie One Direction. Justin Bieber, irgendwie so einer, der gehypt wird. Ich habe ja nichts gegen, weder was gegen Justin Bieber, noch gegen One Direction, noch gegen Tyler Ward. Dachte ich mir jedenfalls, aber nein, der macht ja eigentlich Coverversion von irgendwelchen Songs und ja, es war auf jeden Fall eine coole Show, die er da abgeliefert hat, muss ich mal sagen. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Wer war noch da? Ape Crime haben ihre neue Single präsentiert, ihre eigene. Also ihre erste eigene Single. Ich trau mich nicht. Ziemlich cool und die wurde ja zum ersten Mal überhaupt präsentiert, live. Auf der, also beim Livestream und die Zuschauer beim Video Day, die hat natürlich dann das Vergnügen, die Single sofort direkt live zu erleben. Ich halt im Livestream und die ist ja eigentlich noch gar nicht draußen. Naja, bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wie das denn so wird. Also die Single ist gut gelungen, auch wenn ich Halt dein Maul von Waititi einfach besser finde. Hat mehr Ohrwurm-Charakter und ja, ist schon besser. Aber ich denke mal, dass es einfach live noch nicht ganz den Charakter hat, wie es im Studio wirklich aufgenommen wurde.
Wir wissen ja alle, dass die YouTuber keine professionellen Sänger sind und das alles nur zum Spaß machen, muss man ja auch mal bedenken, weil manche Leute schreiben immer hin, ja, die können ja überhaupt nicht richtig singen, Mann, das sind voll die Spasten, was machen die denn da, das ist überhaupt nicht witzig.